Hallo und willkommen zurück bei The Hunter. So, wir sind wieder in unserer Nebenmission. Entdecke in Radefeld bei Nacht drei Dammhirsche. Und wir sehen, wir haben Nacht. Es regnet wie verrückt. Und ich dachte mir, ich gehe mal hier noch die oberen drei Fragezeichen ab und finde vielleicht noch unterwegs ein, zwei Dammhirsche. Also was heißt, wir müssen sie ja nur entdecken. Das heißt, mit dem Fernglas sehen und markieren. Das ist entdecken. Wenn wir natürlich noch das ein oder andere Reh schießen können, wäre natürlich auch nicht schlecht. So, das wäre ein Hochsitz. Ist jetzt nicht so interessant. Dann gehen wir mal weiter. Absolute Stille. Ach, der Regen aufgehört, sehr schön. Auch keine einzigste Spur in der Nähe. Fängt es natürlich wieder an zu regnen. Ach, verdammt. Ich laufe in die falsche Richtung. Dammhirsch. Rumpfschrei. Könnte jetzt sein, dass er auf unsere Klapper reagiert hat. Da ist er. Jetzt müssen wir ihn entdecken. Jede Menge hier hinten. Warum zählt das jetzt nicht unter entdeckt? Ah, Mission abgeschlossen. Sehr schön. Oh, wir haben Nachtsichtgerät. Habe ich jetzt versucht, auf die Lunge zu schießen. Weil dann heißt es ja, das Gebiet ist rot. Es muss tödlich getroffen sein. Wir lesen gleich mal die nächste Quest. Ich brauche ein Bild von einer richtig schönen Hirsch.
Auch von einer richtig schönen Hirsch. Okay, als Trophäe. Richtig schön Hirsch. So, da liegt er. Und Muskel, Lungenflügel rechts. Genau wie geplant. Annehmen. Das klappt. So, jetzt brauchen wir ein Foto. Das heißt, wir brauchen einen Dammhirsch mit einem richtig schönen Geweih. Würde ich jetzt denken. Naja, ich wollte gerade sagen, ich glaube, das bringt hier nichts mehr. So, Karte ist noch normalfarben. Ah, bloß einen Streifschuss am Rücken bekommen. Hat's ja gesehen, wieder verrissen. Er ist noch nicht tot. Jetzt ist ein roter Punkt hinter uns entstanden. Das könnte schon heißen, dass es jetzt gestorben hier hinten.
Also das war jetzt Lungenschuss. So, Gebiet ist rot. Ich verfolge was mal weiter die Spur hier. Kann ich mir nicht vorstellen, dass das dasselbe sein soll. Da kommt's. Nee, oder? Sage nicht, das ist das dritte, was ich nicht tot bekomme. Doch, hier liegt's. Moment mal, die Spur ist dort. So, genau, das haben wir einen Halswirbel getroffen. Alles klar. Und das war die andere Spur, die möchte ich noch weiter verfolgen. Und hier liegt's. Sehr schön. So, jetzt wieder zurück zu dem anderen Abschuss. Also, das ist definitiv so. Wenn ihr schießt, trefft das Reh. Oder wie ich, wir schießen. Treffen das Reh und es ist, ja, sag mal, tödlich verletzt oder es ist tot, dann färbt sich die Karte rot. Wenn es jetzt noch rumläuft, leicht verletzt, bleibt die Karte so, wie sie ist. So, wenn ich mich nicht irre, war das jetzt hier in dem Waldstück. Vor allem, weil der Wald überall gleich aussieht. Ich hätte mal eine Markierung setzen müssen. Mann! Ein Rothirsch. Den wollte ich heute noch haben. Moment, Rothirsch war das hier. Hier ist eigentlich ein schönes, freies Schussfeld. Ja, wo habe ich den anderen jetzt erlegt?
glaube, ich muss mal die Waffe nachladen. Sie sind genau richtig gedacht. Von hier noch was stapfen. Hinter dem Baum ein bisschen verstecken. Ja, was ist das hier? Definitiv, ach, bloß ein Reh. Möchte ich aber nicht. Ich möchte einen Rothirsch haben. Ist noch irgendwo was? Noch einen Reh. Ich würde aber sagen, die sehen ein bisschen anders aus. Ach, das ist ein Rothirsch. Ach, die sind ohne Geweih. Das ist natürlich schlecht. So, haben wir schon 4 Stück hier. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Da ist er mit dem Geweih. Scheiße. Die muss ich jetzt abschießen. Bevor die hier alle mich entdecken. Hi, Dewitzka. Das eine Masse. Also das musste ich jetzt machen. Hätte mich jetzt eins entdeckt, wären die alle weggerannt. Die Chance auf den Hirsch wäre dahin gewesen. Was ist das hier? Losung? So, hier stand der. Hätte ich gesagt. Das waren ja alles Rothirsche. Den hab ich doch so gut im Visier gehabt. Den muss ich getroffen haben. Hier. Hast du gewusst. Nicht tödlicher Spritzer. Verdammt. Wo ist die Spur hin? Das Gebiet ist jetzt mittlerweile so rot. Also, wenn der nicht tot ist, dann weiß ich jetzt auch nicht. Hätte ich mal, ach nee, ein Bild konnte ich nicht machen. Ja, hier habe ich wieder die Spur.
Hä? Zeigt mal in diese Richtung. Auf der... Hier ist das Blut. Hier ist der Blutfleck. Nicht tödlicher Treffer. Ja, das zeigt an hier zum Blutfleck. Dann da hoch. Nein, ich habe keine Zeit für euch. Das kann doch nicht sein. Da muss doch eine Spur hinterlassen haben. Finde den. Ja, hier ist wieder der Felsen. Kann der nur abgebogen sein, scharf nach da unten. Das gibt's doch nicht. Ne, das ist ja doof. Endlich mal einen richtigen schönen Hirsch gefunden und dann ist er weg. Warum zeigt mir das immer die falsche Richtung an, die Spur? So, dann werde ich mal die Folge hier beenden. Das ist schon ziemlich lang, die Nachtexkursion ist vorbei. Und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder.